Mein Name ist Hannes Richter von der Firma ISG in Stuttgart. Wir zeigen hier in Kooperation mit Tenasis eine Roboter-Applikation, die in Zusammenarbeit mit dem ISW der Universität Stuttgart basierend auf IGUS Robolink-Komponente entstanden ist. Wir zeigen hier einfache Programmierung eines Roboters mit PLC Open for Motion Bausteine. Am Beispiel von einem Demonstrator aus IGUS Robolink-Komponenten. Der Roboter wird über Seile angetrieben, die wiederum von Schrittmotoren angesteuert werden, die über EtherCAT-Feldbusklemmen angebunden sind. Über EtherCAT ist es hier möglich, jede Art von Antriebe, eben auch die Schrittmotoren, anzuschalten. Die einzelnen Komponenten in der Software sind neben der ISG-Kernel für die Motion Realisierung sind ein EtherCAT Master, ein IEC SPS Laufzeitsystem und eine Simulation ebenfalls von ISG, ISG Virtuos, mit dem hier die Programmierung unterstützt wird und die Inbetriebnahme. Das InTime ist hier eine wichtige Komponente für dieses offene System. Dabei stellt InTime sicher, dass alle Softwarekomponenten zuverlässig miteinander arbeiten, dass die Echtzeiteigenschaften sichergestellt sind und auf der Windows-Seite die Applikationen sicher kommunizieren können mit den Echtzeitteilen. Es gibt schon echte Anwendungen für diese Lösung, für wirkliche Roboteransteuerung. Es gibt da zwei Bereiche. Das eine ist die einfache Programmierung über PLC Open Bausteine. Oder die Verwendung dieser PC-Open-Bausteine nur als Gateway aus irgendeiner eigenen Programmierumgebung, die dann den Zugang eben zu dieser Steuerung über einfache Schnittstelle ermöglicht.